Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Erfolg als Beauty-Dienstleister. Mein Name ist Bojo Frohnert und gemeinsam mit Felix Frohnert haben wir die Bonante Cosmetics Academy gegründet. Wir helfen deutschlandweit Frauen dabei, in der Beauty-Branche neben- oder hauptberuflich durchzustarten. In dem heutigen Podcast möchten wir einmal darüber sprechen, inwieweit du im Jahr 2021 mit Instagram ja gezielt Neukunden gewinnen kannst und tatsächlich damit auch eben Geld verdienst. Und da habe ich heute den Marketing-Experten Felix auch neben mir sitzen. Er selbst koordiniert auch bei der Bonante Cosmetics Academy die ganzen Anfragen und daher würde ich einfach vorschlagen, dass wir einmal direkt loslegen und du, Felix, einmal deine Tipps und Tricks hier in diesem Podcast erwähnst, damit unsere Zuschauer eventuell auch heute was Neues mitnehmen können. Ja, dann fangen wir auch schon mal direkt an. Vielleicht stellst du dich einfach noch mal ganz kurz vor und ja. Genau, hier kann auf jeden Fall jetzt heute hundertprozentig jeder was mitnehmen. Ja, das Thema Instagram. Ich weiß, dass das gerade in der Beauty-Branche ein sehr heißes Thema ist, stark diskutiert. Ja, es ist als Marketing-Plattform, als Werbeplattform die Plattform Nummer eins, wenn man eben daran denkt, eben Kunden zu gewinnen, sich Reichweite aufzubauen, sich Follower aufzubauen und so weiter. Und da kommen eben auch sehr, sehr viele Fragen. Mhm. Ja, wie läuft das über Instagram? Wie kann ich darüber mein Geschäft eben aufbauen? Und wir selbst, wir machen das ja eben auch sehr, sehr erfolgreich eben. Ja, auch Instagram ist bei uns ja neben Google ja die stärkste Plattform, worüber wir auch eben sehr, sehr stark eben Kunden gewinnen. Und heute möchte ich mal auch darüber sprechen, was so die Do's und Don'ts einfach sind, wie man überhaupt Kunden über Instagram gewinnt. Denn das ist ja komplett anders, als man eigentlich denkt, wie es funktioniert. So, vielleicht gehe ich ganz am Anfang mal auf einen riesen Denkfehler ein, den sehr viele Leute machen, die schon ein Geschäft haben oder die sich jetzt gerade ein Geschäft eben aufbauen wollen im Beauty-Bereich. Und der allergrößte Fehler, den ich immer so sehe, ist, das ist ein riesen Denkfehler, dass man sich erstmal versucht, ganz, ganz viele Follower aufzubauen, weil man sich dann denkt, okay, darüber bekomme ich Status, darüber kann ich mich profilieren, wenn ich jetzt 10, 50, 100, 200, 1 Million Follower habe. Und dann läuft es bei mir auch im Geschäft. Und so ist es halt eher nicht, ja. Und das liegt einfach daran, dass wenn dir sehr, sehr viele Leute folgen, dann sagt das erstmal überhaupt gar nichts aus, sondern die richtigen Leute, wenn überhaupt, müssen dir folgen, die für die dein Angebot eben auch relevant ist. Und dann werden die sich bei dir melden und auch sagen, okay, ich habe jetzt hier Interesse an Permanent Make-up oder Microblading. Mhm. Das ist so schon mal der erste Punkt. Und auch bei uns selbst, ja, auf dem Instagram-Account bojo-frohnert, ja, da haben wir ja jetzt auch nicht Zehntausende an Followern oder Hunderttausende an Followern. Mhm. Ne? Und was meinst du denn, wenn du sagst, ja, die richtigen Leute müssen dann eben folgen, damit man dann zum Beispiel ja Ergebnisse auch mit erzielen kann? Kannst du da vielleicht einfach ein bisschen ja spezifischer nochmal drauf eingehen, damit unsere Zuhörer auch verstehen, was denn damit auch eben gemeint ist? Ja, gemeint damit ist, dass dir, wenn überhaupt, ja, Leute folgen, das heißt, dass du dir eine Zielgruppe aufbaust, ja, die dich auch regelmäßig verfolgen, die auch eine gewisse Kaufkraft haben, weil wir zum Beispiel bringen ja eben auch unseren Kunden bei oder zeigen unseren Kunden eben auch im Rahmen unserer Schulung, so verdienst du auch mal einen Betrag X damit, ob das jetzt 3.000, 5.000, 10.000, was auch immer ist. Und da geht es halt eben darum, dass man sich nicht einfach sinnlos irgendwelche Reichweite aufbaut, wie es ja ganz viele Beauty-Influencer tun, ja. Sondern es geht einfach darum, dass man für die Zielgruppe, also für Leute, die auch mal bereit sind, mal 150 Euro für eine Wimpernverlängerung auszugeben, die bereit sind, mal 500 Euro für ein Permanent-Make-up auszugeben, dass man die auf sich aufmerksam macht, eine kaufkräftige Zielgruppe. Es bringt mir nichts, wenn mir eine Horde 17- und 18-Jähriger folgt als Beauty-Influencer. Mhm. Es ist leicht, so, sich so eine Followerzahl aufzubauen, aber wie viele davon können sich denn wirklich dein Angebot leisten? Die aller wenigsten. Ja, deswegen macht das keinen Sinn. Mhm. Ja, deswegen sagen wir ganz gezielt, okay, wir gehen eben nicht auf stumpfe Reichweitengenerierung auf Followeraufbau, sondern uns geht es darum, dass wir Instagram einfach als eine Art Tool nutzen, um
ein kaufkräftiges Publikum einfach auch anzuziehen. Eben, ne? Und ich denke, da sind wir auch nochmal der beste Vorreiter dafür, dass es eben funktioniert. Klar, wenn man jetzt mal im Gesamten unser Instagram-Profil sich anschaut, sind wir, glaube ich, bei 2400 Followern. Ja. Wenn man überlegt, dass wir jetzt alleine schon mit der Bonante über 2 Jahren auf dem deutschen Markt auch eben sind, ja, ist das natürlich sehr überschaubar, ja, weil wir halt auch ganz klar für uns dann auch entschieden haben, nein, wir achten jetzt nicht darauf, was für eine Reichweite per se bauen wir auf der Plattform Instagram auf, sondern uns ging es ja von Anfang an ja darum, durch unsere Strategie natürlich auch, dass uns halt wichtiger ist, halt, dass einfach die Kunden, die wir halt gewinnen, auch die sind, die wir halt für unser Programm auch natürlich auch letzten Endes auch wünschen. Ja? Und das ist, denke ich, hier nochmal der richtige Ansatz an alle, die hier natürlich zuhören und zuschauen. Gerade in der Beauty-Branche ist halt dieses Thema ja so ein kleines Tabuthema auch. Keiner kommuniziert offen darüber, ja, und keiner weiß auch so wirklich, okay, wie betreibe ich denn Marketing? Klar, das Begriff an sich ist halt sehr groß aufgefächert. Wenn man halt immer hört, ja, Marketing, dann denkt man halt irgendwie an irgendjemanden, der da einem was erzählen möchte. Ja. Und das ist ja ganz klar nicht der Fall, weil man sieht ja auch bei uns anhand unserer Beispiele, dass man halt wirklich vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Ein kleines Beispiel auch, wir haben ja allein letztes Jahr über 1,3 Millionen Euro auch Jahresumsatz gehabt, ne? Mhm. Und das muss man halt auch erstmal schaffen in dieser Branche, genau, so und gesehen. Ist, wenn man, ne, das jetzt mal in Relation setzt, eben, zu unserer Followerzahl, ja, verstehen das viele Leute nicht. Richtig. Ja? Die Korrelation bei den meisten Menschen wirklich im Kopf ist ja okay. Mhm. Diejenigen, die viel, die viele Follower haben, die verdienen auch gutes Geld. Mhm. Ja? Und da entsteht einfach so eine falsche Korrelation, die man, ja, im Kopf hat, eine falsche Verbindung, dass, mhm, man sagt, okay, mehr Follower bedeuten auch gleichzeitig mehr Umsatz. Dem ist tatsächlich nicht so. Nicht, ja, der Fall, eben. Genau. Ja, sehr schön. Das finde ich schon mal sehr interessant. Gerade vielleicht kann man da noch mal ein bisschen einem auch die Augen öffnen, dass es gerade an der ersten Linie wirklich darum geht, erstmal Strategien zu finden, dass man erstmal, ja, sich Prozesse aufbaut, Prozesse, die wirklich funktionieren, die eigentlich wie in so einem Fließband auch immer wieder vernünftige und qualifizierte Kundenanfragen auch, richtig, reinbringen. Und da denke ich, kannst du vielleicht auch noch mal ein schönes Beispiel geben, wie kann denn sowas aussehen, wenn das dann auch mal funktioniert für eine Beauty-Dienstleisterin. Bevor ich das mache, würde ich einmal ganz kurz einmal erzählen, ja, wie man es auf gar keinen Fall machen, ja, sollte. Das, was ich auch immer wieder sehe, auch wenn ich mit dem Account Bojo Frona drin bin, wir sind ja auch komplett im Beauty-Targeting, richtig, drin, ja, ne, selbstverständlich. Und da fallen mir immer wieder Dinge auf, die man auf jeden Fall anders machen müsste. Die meisten Leute machen es so. Und wenn du jetzt schon Beauty-Artistin bist und hier eben zuhörst, dann kennst du es bestimmt auch. Du hast auf Instagram hast du die Möglichkeit, Beiträge zu bewerben. Genauso wie auch auf Facebook. Mhm. Ja, Facebook und Instagram gehören ja zusammen. Es ist eine Firma. Und da hast du die Möglichkeit, eben Beiträge zu bewerben, hervorzuheben. Ja, dann, es läuft auch auf dieser Instagram-App, läuft das auch. Mhm. Da kannst du draufklicken, kannst ein Tagesbudget eingeben und kannst ein Ziel auswählen, ein bisschen deine Zielgruppe einschränken. Das war's. Mhm. Und dann sorgt Instagram eben dafür, dass du mehr Profilaufrufe generierst oder du kannst auch auf Direktnachrichten und so weiter optimieren lassen. Und wenn du das Ganze eben koppelst, auch noch mit so einer absoluten 0815 Standard-Message, die ja sich auch ganz, die man halt einfach immer sieht, ja, mit irgendwelchen Special-Angeboten, Microblading als Start, 300 Euro, nur 150 Kennenlernangebot, mit dem. Wenn du selbst auch viele solche Werbung angezeigt bekommst, dann weißt du, was ich meine, es ist immer dieselbe Leier. Ja. Ja, oder diese Standardtexte, bei der Wimpernverlängerung werden künstliche Wimpern auf die Naturwimper appliziert, bla bla bla. Mhm. Es funktioniert nicht, das geht nicht, das klappt nicht. Es funktioniert zum einen vom Aufbau der Kampagne her nicht, ja, weil das ist halt die Art und Weise, so eben Werbung zu schalten, das ist für absolute Anfänger, die sich auch mit Technik überhaupt gar nicht auskennen, die einzige Möglichkeit, und es funktioniert nicht. Ja, wir haben ja selber, das wird jetzt in den nächsten Wochen auch noch kommen, selbst wieder eine Fallstudie gemacht, wo wir genau das auch nochmal ausgetestet haben. Es funktioniert nicht. Punkt. Mhm. Und das ist aber genau das, was die Leute unter Instagram-Marketing verstehen. Ja, ganz klar. Das sehen wir ja tagtäglich eigentlich. Richtig. Ja. Und die Frage ist ja jetzt, wie funktioniert es richtig? Mhm. Ne? Und du weißt schon, was bei uns alles mit eben dahinter steckt. Das ist schon etwas aufwendiger. Man kann das alles lernen, ja, aber es ist anders, als man es denkt. Und zwar
ist es so, wenn ich mir mal Instagram eben anschaue und da gucke, okay, wer ist denn da überhaupt der Kunde? Wenn du die App Instagram nutzt, wenn du jetzt öffnest auf deinem Handy und da durchscrollst, dann bist du nicht der Kunde, sondern du bist das Produkt, weil du bist ja mit Werbung bespielt, auch in diesem Augenblick. Mhm. Ja? Die Kunden von Instagram, das sind die Werbetreibenden. Also wir zum Beispiel, ja, wir sind Werbetreibende und wir spielen Werbung aus. Und das ist auch eine ganz andere Welt. Das läuft über einen sogenannten Business Manager, so heißt das, ja. Es sieht auch komplett anders aus, hat ein komplett anderes Interface und so weiter. Und darüber schaltet man wirklich Werbung. Und mal ein Gedanken, den ich mal mitgeben möchte an dieser Stelle, auch wie so eine Werbung überhaupt aussehen kann. Anstatt mal aufs Instagram-Profil zu verweisen, um sich Follower aufzubauen, es funktioniert auch, darüber wird man auch die ein oder andere Anfrage generieren, aber es funktioniert in Masse einfach nicht so gut. Besser wäre es, was man braucht, ist eine Webseite. Ja. Und jetzt kann man diese Webseite mit Instagram auch noch kommunizieren lassen, reden lassen. Ja. Ist ein bisschen komplizierter, läuft über so einen Code-Schnipsel, der da eingebunden wird und so weiter. Ja. Aber dann checkt Instagram, okay, das sind Leute, die gehen von Instagram auf, in dem Fall, wenn du jetzt eine Webseite hast, auf deine Webseite. Und jetzt optimiert Instagram nur noch auf die Leute, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf deine Webseite gehen. So, das ganze Spiel kann man weiter treiben und das dann im weiteren Verlauf auf die Leute optimieren lassen, die sich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei dir melden lassen. Und genau da liegt der Knackpunkt. Mhm. Wenn man das tut, wenn man Instagram oder auch Facebook lernen lässt, auf diese Leute zu optimieren, dann wird das Werbebudget, was man einsetzt, sehr effizient ausgenutzt. Und dann kommt man halt da rein, dass man für 1 Euro, den man in Werbung reingibt, auch irgendwas zwischen 7 und 10 Euro hinten wieder rausbekommt. Und das ist möglich. Und somit kostet dann Instagram-Werbung auch kein Geld. Ja. Ja. So, und so funktioniert das, ja. Und was würdest du jetzt einer Dienstleisterin empfehlen? Du hast ja jetzt hier den Prozess ja ganz einfach mal ganz kurz uns einmal erklärt. Da hat das ja auch angemerkt, okay, einfach selbst es anzuwenden wird halt erstmal sehr schwierig, weil man halt nicht vom Fach ist, weil man einfach das gewisse Know-how dahinter einfach nicht hat. Ja, ich bin auch ehrlich, damit fällt man auch sehr, sehr leicht eben einfach auch auf die Nase. Jetzt neulich erst wieder gesehen, ja. Dass ein Facebook-Account gesperrt worden ist. So ist jetzt, wenn du erstmal in den Beruf dich einsteigst, kann man sagen, ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn das dein Geschäft ist, Instagram ist, oder Werbung generell, ist dein Geschäft. Wenn dir da was gesperrt wird, ist deine Existenzgrundlage weg. Ja? Und man läuft einfach Gefahr, gerade am Anfang, wenn man kein Profi mit dabei hat, jemand wie uns beispielsweise, die ja schon hunderte, tausende Euros reingegeben haben, die Erfahrung haben, wenn man so jemanden nicht hat, der eben da drüber schaut, dann kann das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einfach auch in die Hose gehen. Ja. Also das heißt, dein Ratschlag bzw. dein Tipp jetzt ist hier für die Zuhörer und Zuschauer ganz klar, wenn da Interesse ist, sich dann auch natürlich dann auch bei uns explizit auch dann bei dir dann zu melden über unsere Website. Ja, das heißt, das bieten wir natürlich auch an. Das heißt, nicht nur angehenden Dienstleistern unterstützen wir oder greifen unter die Arme, sondern auch bestehende. Dann denke ich, hast du vielleicht auch nochmal ganz kurz ein Vorwort, dass du einfach hier nochmal vielleicht nochmal hier an unsere Hörer mitgeben kannst. Wie kann das dann aussehen? Ja, also erstmal ganz, ganz wichtig, wenn du jetzt zurzeit vielleicht auch schon selbstständiger Beauty-Dienstleister bist und du bist jetzt an so einem Level, wo du vielleicht so deine 3, 4, 5, 6.000 Euro machst, du möchtest jetzt aber mal wirklich drastisch eben auch wachsen, du möchtest 12, 15, 20.000 Euro im Monat eben umsetzen mit deinen Beauty-Dienstleistungen, wahlweise eben mit Permanent-Make-up, Microblading, Wimpernverlängerung, ja, also mit Dienstleistungen, wo du auch eine hohe Marge eben dahinter hast oder wo du auch absolut eben viel einnimmst, dann melde dich auf jeden Fall bei uns, weil das ist die Strategie, die du brauchst, um da eben hinzukommen. Es ist nicht die x-te Perfektionsschulung, es ist nicht die 58. Dienstleistung, die du mit reinnimmst. Es ist genau das. Werbung, schalten, verstehen und das Ganze eben umsetzen, damit erfolgreich werden. Kommen noch andere, ganz andere Sachen eben mit rein. Ja, das ist ja letzten Endes Instagrams eine Möglichkeit. Wir gehen eben auch auf Google sehr, sehr stark ein. Ja, ist sehr gefragt. Ja, auch Google funktioniert extrem gut in dem Bereich. Wir unterstützen dabei
oder machen es selber, dass wir für unsere Kunden Webseiten machen, die extrem gut funktionieren, weil wir ganz genau eben wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wir machen die Werbetexte unterstützen, weil wir genau wissen, was da funktioniert und was nicht funktioniert. Und das sind halt all solche Dinge, das lernst du nirgendwo, das lernst du auch in keiner Schulung, das lernst du nur bei uns. Richtig. Und deswegen, wenn du an dem Punkt bist oder gerade ganz am Anfang stehst, aber sagst, ich möchte wirklich vorankommen, ich möchte das lernen, weil ich möchte wirklich erfolgreich werden, dann melde dich bei uns. Da gehst du einfach auf die Webseite www.bonante-cosmetics-academy.de, trägst dich ein zu einem kostenlosen Erstgespräch und dann werden wir uns mit dir darüber unterhalten, richtig, wie du das mit Instagram-Marketing richtig und ordentlich und sauber auch auf die Kette bekommst. Ja, super. Dann vielen Dank, Felix, heute für deine Unterstützung. Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich, wenn du unseren Kanal einmal abonnierst. Gerne kannst du auch unseren Podcast abonnieren. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge. Deine Bojo und dein Felix.